Es lübt schon wieder los, es lübt schon wieder los. Ich bin mal nach langer Zeit mal wieder hier schön auf Karpfenalden. War ich ja schon ewig nicht mehr. Beziehungsweise zuletzt mal im Livestream wieder. Das wurde mal wieder Zeit, schön auf Karpfenangeln. Und dann hatte ich hier auch schön versucht mit der Stippe. Hatte ich auch ein bisschen rumprobiert. Und jetzt hieß es Alden. Geh doch mal hier vorne, Alter, schön auf Johannes. Ja, da ist er schon, der erste Spiegel. Und raus damit, ich stehe hier gerade schön auf Johannes. Hatte das die Tage im Livestream auch schon probiert. Allerdings mehr so, oh, so lirum, larum. War mir das einfach so nebenbei. Ich wollte ja eigentlich stippen. Und da habe ich auch schon gemerkt, Alter, was ist denn da los? Schön auf der Johannes, die stört mich ja die ganze Zeit, Johannisbeere. Und da kam jetzt die Tage auch nochmal aus dem Discord die Rückmeldung. Alter, wir haben gerade ein Turnier gemacht und die Johannisbeere ist so wild. Und jetzt gehe ich hier doch nochmal hin und denke mir, komm, Alter, dann probier doch mal die Johannisbeere nochmal aus. Und wie ihr seht, ich war gerade nochmal schnell mir ein bisschen Dip holen. Ich hatte kaum noch Dip. Und das hier sind tatsächlich gerade die ersten Brocken. Frisch reingezogen. Noch gar nicht hier gestanden bisher. Und ja, es sieht schon gut aus. Es sieht schon gut aus fürs Karpfenangeln. Und ich muss ja sagen, ich war die letzten Tage halt jetzt zweimal, dreimal hier. Und es war ja für mich als Nicht-Karpfenangler schon eigentlich ein bisschen, ich sag mal, durchwachsen. Der eine Tag im Stream war ganz gut. Da konnte man, ich sag mal, ganz vernünftig was rausziehen. Und dann den nächsten Tag war ich offline, stand hier so halb AFK ab, nebenbei ein bisschen was rausgezogen. Das ging auch ganz gut. In beiden Fällen übrigens hier vorne 83... bla. Direkt gegenüber halt hier vom Einser. 35 Meter. Schön mit Pfeffer und Muschel. Schön die Pfeffer-Muschel-Kombination. Da sind ein paar Goldkarpfen reingeballert. Gar nicht schlecht. Gerne mitgenommen, die Dinger. Die bringen ja echt gut Silber, ey. So ein 5, 6 Kilo. Um die 50 Silber, glaube ich. Also, gar nicht verkehrt, die Dinger. Ja, und dann stand ich jetzt hier die Tage im Livestream, habe hier vorne einfach so, ja, genau, ich habe einfach hier so ungefähr, wo der Schatten ist, da so reingeballert und dann auch mit der Stippe, mit der großen Stippe stand ich auch hier, habe auch da so hingeworfen und das ging auch schon mal nicht so schlecht. Ja, und jetzt hier mit der Rückmeldung aus dem Discord, der Lysak Zwerg, der alte Lümmel, der alte Profi-Stipper, der hat hier ordentlich rausgezogen. Aber ich glaube nicht auf Stippe. Der stand hier auch auf Grund. Und ja, es fängt schon gut an. Sagen wir es mal so. Es fängt, zack, es fängt schon gut an. Also von der Frequenz her muss ich sagen, wenn das beim Karpfenangeln immer so wäre, hinstellen, gerade zwei, dreimal ausgeworfen, frisch die Futtermische erst zusammengebaut, dann wäre das natürlich schon top. Wenn das jedes Mal so wäre, würde mir das auch schmecken. Guck mal, da geht sogar die nächste auch schon los. Zwei Ruten gerade. Zack! Zwei Ruten. Ich bin sehr gespannt, ob hier auch irgendwie was von diesen seltenen mal reingeht. Ich muss ja gestehen, ich müsste hier viel mehr angeln. Ich müsste hier viel mehr angeln. Weil mir ganz viele von diesen Fischen fehlen. Mir fehlen ganz viele Trophäen in diesem Bereich hier. Und wenn ich irgendwie mal mit den Trophäen weiterkommen möchte, dann führt hier leider kein Weg dran vorbei. Na, das ist aber... Was ist das denn? Eine Karausche? Ein Rotauge, was hier so zippelt und zuppelt? Da stimmt doch was nicht. Oder einfach ein Oller Amur. Der hat sich da aber jetzt, der spielt doch nur damit. Na jetzt, gönn dir. Ist dran.
Zack. Alter. Nochmal anschlagen. Und reingeballert. Boah, der hat aber gebraucht, ey. Der konnte sich ja mal gar nicht entscheiden. Wir müssen gleich mal auf Set eingehen, ne? Eppa, nimm mal. Ja. Amure. Die Amure da. Wild, ey. So, zack, wieder hier so auf 25 Meter. Ich habe jetzt 25 Meter einfach gewählt. Also, ich glaube, das passt. Ne, 25 Meter einfach hier so rein. Und dann gib ihm. Wie gesagt, da vorne in die Richtung war auch nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen passt das, glaube ich, auch mit 25 Metern hier. Also, schauen wir uns das Set mal genau an. Wie sieht das Ganze denn hier so aus? Mit was stehe ich hier? Ihr seht, relativ simpel zusammengebaut. Es ist das ganz normale Pop-Up-Rig mit einem 1-0er Haken jetzt hier und Johannisbeere lila. Johannisbeere lila, nur der Mais. Ohne Boily. Pop-Up-Rig ohne Boily, nur Mais, schwarze Johannisbeere als Dip. Und dann hier einen Johannes zusammengebastelt. Ich habe da jetzt einen schwarzen Johannisbeer Boily nochmal geschreddert und dann die Feeds da reingeballert, nochmal ein bisschen Mais dazu, Johannisbeersoße, rein damit und raus damit. Alles rein ins PVA und gib ihm. Ja, sieht ganz gut aus, es zuppelt hier schon wieder los. Ich bin bisher schon ganz zufrieden. So kann man das machen, ne? Und ich bin mal gespannt, wenn jetzt hier gleich der Spot auch noch vernünftig angefüttert ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch so zwei, dreimal reinwerfe, dann sollten wir ja auch genug Johannisbeermische am Spot haben. Siehst du, da geht es schon weiter direkt. Perfekt. Dann ist das doch top. So darf das doch dann sein. Jetzt müssen wir ein bisschen an der Größe arbeiten. Die Lüttendinger, die wollen wir ja nicht. So. Zack und gib ihm. Und da auch auf der dritten Route. Perfekt. Fliegender Wechsel hier. Einer nach dem anderen. Jeder darf mal ran. Kein Stress hier. Und dann ziehen wir die hier schön nacheinander raus. Ich würde ja fast sagen, ne, ich baller hier einfach mal schön die obligatorische halbe Stunde durch, oder? Machen wir mal hier eine halbe Stunde. Gucken wir mal, was dann so der Kescher bringt nach einer halben Stunde. Wäre doch mal eine Möglichkeit. Ich meine, jetzt hier die ganze Zeit einen nach dem anderen rauszuziehen. Es wäre halt geil, wenn das so klappt, ne? Aber guck mal, das sind auch... Sind auch einige kleine bei, ne? Sind auch einige kleine bei. Und es bimmelt direkt schon wieder los. Also Frequenz ist wild, Leute. Frequenz ist schon mal wild. Frequenz ist echt wild. 7 Minuten, 8 Fische. Und das auf Karpfen. Ist schon mal echt top. Kann gerne so weitergehen. Wir lassen das mal hier zippeln und zuppeln. Wenn da noch ein bisschen was Spannendes dabei ist, schneide ich das natürlich mit rein. Jetzt ist er dran. Zack. Ja, dann gucken wir uns das natürlich nochmal mit an, ob da irgendwas was Tolles mit bei war. Und ansonsten ziehe ich einfach mal eben mit durch. Und dann gucken wir, was das Ganze hier so bringt an der Stelle. Hatte ich schon gezeigt, wo? So grob, ne? Noch nicht so richtig. Gucken wir nochmal eben. Ja doch, hatte ich wohl gezeigt. Wir haben ja schon geguckt mit den 25 Metern. Es ist halt direkt am Anfang. Also auch für mich wieder ein Traum als Lauffauler. Perfekt, hier startest du, rennst einfach nur geradeaus durch, direkt auf dem Steg, raus mit den Ruten, raus mit den Ruten, rein mit den Fischen. Und perfekt. Also so muss das sein, so macht das Bock. Attacke Vollgas, wir sehen uns gleich. Und dann geht der erste Biss rein. Ich musste natürlich wieder ein bisschen rumspielen, ich kann es ja wieder nicht lassen. Der erste Biss jetzt hier auch auf Johannisbeere Mais mit Boily, aber so ganz gewaltig anders ist das irgendwie noch nicht. Da hat sich noch nicht viel getan. Und was ich auch vor ein paar Tagen im Livestream ja getestet hatte, war schwarze Johannisbeere Boily, Mais in Gelb und Mais in Lila. Und da lief nur Lila. Und jetzt, hier die Route gerade, da ist Gelb drauf.
Endlich mal was auf Gelb. Bin ich natürlich gespannt. In Rekorden sieht man auf Gelb auch mal so ein paar komische Seltene. Naja, das sieht nicht so ganz selten aus. So, es ist ja hier mittlerweile mächtig am Misten. Aber die halbe Stunde ist rum. Wir haben es jetzt hier mit 22 Fischen abgeschlossen. Und da bimmelt noch der nächste. Komm, den nehmen wir mit. Alter. Und der hat sich gedacht, komm, auf die letzte Minute. Da ballern wir nochmal ordentlich rein. Das ist aber nett von ihm. Das ist aber nett von ihm. Da geht nochmal einer in die Bremse. Den lassen wir erstmal noch ein bisschen ziehen hier. Nicht übertreiben. Oh, der hat aber Bock. Der hat aber Bock. Das Schlimme ist, in den letzten Tagen, wo ich hier stand, mir ist das dreimal passiert, wo einer so abgezogen ist und dann ziehe ich so schön rein, so bam, Bremse schön dicht gemacht, also nicht ganz dicht, aber schön hochgezogen die Bremse und habe ich ihn einfach reingezogen und auf einmal flupp. Hat er keinen Bock mehr gehabt. Und deswegen war ich jetzt so, danach habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht sein, nachdem das dritte Mal passiert ist. Dann habe ich die Bremse einfach mal lockerer gestellt. Ich lasse die erstmal schön ein bisschen ziehen. Und wenn sie Bock haben, wenn sie so ruppig sind, dann können sie wieder abhauen ein bisschen. Das ist mir sonst einfach zu schade. Ne? Du hast da so einen fetten Brocken dran, der da irgendwie gerade abhaut. Der beißt ja auch nicht alle Tage sowas Dickes. Und wenn er dann abflutscht, ist halt schon schade. Ey. Deswegen jetzt zum Beispiel... Jetzt ist er gerade noch mal ein bisschen reingegangen in der Bremse. Jetzt auch, hat ein bisschen Klick-Klick gemacht noch. Also er schwimmt hier noch ein bisschen rum. Ich würde sogar sagen, ich gehe noch mal eine Stufe tiefer von der Bremse. Wenn er gleich doch noch mal ein bisschen eskaliert, dass er dann ruhig noch mal ein bisschen was nehmen kann an Schnur. Ich meine, jetzt hier von einer etwas erhöhten Position ist es ja eh sehr angenehm. Für den Fisch deutlich schwieriger direkt nochmal, ne? So. Ja, viel tut sich da gerade noch nicht. Der hat also richtig Bock. Jetzt wehrt er sich noch mal ein bisschen. Ich schaue halt immer so ein bisschen, wo er sich gerade hinbewegt, wo er gerade hinschwimmt. Dass ich dann in diese Schwimmrichtung auch ziehe. Da hat er dann den wenigsten Widerstand. Aber der hat noch ein bisschen Bock. Der will noch nicht. So, das heißt die ganze Zeit ganz normales Einkurbeln, noch nicht mal auf Turbo. Jetzt drücken wir mal so ein bisschen rein hier. Aber so viel tut sich da eh nicht. Ob mit oder ohne Turbo. Der Brocken erhält einfach schwer dagegen. Und richtig rein pumpen möchte ich eigentlich gerade nicht. Den ziehen wir einfach entspannt auf entspannt rein, ohne viel Gepumpe. So, siehst du, geht doch. Schön langsam ranziehen hier. Siehste wohl. Und dann ist er auch schon gleich da. Was sehen wir da? Gerahmten. Hat zumindest schon mal Bock, der Fisch.
an hier, Digga. Ja, der sieht doch schon gut aus, ne? Der sieht doch schon gut aus hier, der Brocken. Solche Brocken, die nimmt man gerne mit, ey. Auch schön mit einem dicken, hohen Rücken. Bäm, Alter, 15 Kilo. Dicke, fette, gerahmte. Schön mit Rahmen, Alden. Schönes Ding. Verdorre ich, Alter. Jetzt bin ich ja schon bald im Stress. Wir wollten doch Schicht machen hier. Kommt den einen hier noch und dann... Wir wollten doch mal eben verkaufen gehen und gucken, ob sich denn das Ganze hier auch lohnt, ey. Oh, da geht sogar noch eine Schleie drauf. Kannst du nicht ausdenken. Auf mein Johannisbär, oder was? Johannisbär gelb beißt sogar noch eine Schleie drauf, ey. Abgefahren. Abgefahren. So, wir gehen mal eben verkaufen. Raus mit den Ködern. Wir machen ja gleich hier noch ein bisschen weiter. Ein bisschen Geld verdienen. Und dann schauen wir mal, was denn das Ganze gebracht hat. Jetzt hier 24 kleine Fischis. Bisschen mehr als eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Ja. 6 Minuten drauf, Alter. Und wir kommen in Gänze. Alter. Schön. Boah. Hat sich ja doch nochmal gelohnt. Nach Preisen sortieren. Und wir sind in Gänze auf 200 Silber. Kann man schon machen, ne? Also Frequenz ist top. Frequenz ist wirklich top. Kann man echt so machen. Jetzt müssen hier noch ein paar von den Dicken reinrasseln. Dann lübt der Lachs so richtig. Ich mache erstmal den Kescher voll. Petri, ihr Lümmels. Wenn dir das Ganze gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Ab jetzt immer 19 Uhr auf Twitch. Bis dahin.